Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen. Ja, also wir haben die Einkäufe fertig gemacht, alles verzurrt, alles fest und jetzt können wir natürlich dementsprechend gleich mal wieder runter zum Sportpark fahren. So, Vorsicht, nicht, dass wir hier gleich Unfall bauen, bevor wir hier rausfahren. So, und dann werden wir uns nämlich mal gleich nach unten begeben und die Sachen abliefern. So, und ich möchte jetzt mal wieder aus Spaß in dieser Ansicht fahren. Ist ja auch immer mal ganz interessant. Na, so, gucken wir mal. Links kommt auch keiner. Gut, dann fahren wir mal langsam los. Werden wir mal gucken. Oh, dass wir hier rumkommen. Dankeschön, dass du wartest. Das ist lieb von dir, denn ich habe ein bisschen was zu transportieren. So, ab geht's. Und wir werden jetzt dementsprechend mal, wie gesagt, in Richtung unseres Sportparks fahren. Jetzt merkt man auch schon, der LKW beschleunigt deutlich, deutlich langsamer, weil wir natürlich auch ein bisschen Gewicht hinten drauf haben, ne? So. Dann werden wir mal schauen, dass wir jetzt hier das Ganze zum Ziel bringen. Ich denke mal, walzen müssen wir, glaube ich, nichts mehr. Wir müssen gleich nochmal in den Auftrag reingucken. Ich weiß das gar nicht mehr ganz genau. Hör, da ist, hallo? Ja, ich und Lenken mit dem Pritschenwagen, da war schon immer Problem. So, und wir fahren noch ein bisschen langsam. Wir sind dann so die Schleiche auf der Landstraße hier. Wobei, das ist ja eigentlich noch gar keine Landstraße, denn hier ist ja 50, ne? So, jetzt müssen wir noch ein Stückel davor. Und dann dürften wir eigentlich auch gleich im Sportpark ankommen. So, 50 aufgehoben. Jawohl, jetzt können wir Vollgas geben und 60 fahren. So. Ich glaube, ah, da ist es ja schon. Ha, da ist ja schon unser Sportpark. Ja, wunderbar. Dann werden wir gleich mal hin. So. Da steht auch schon der Vorarbeiter und wartet auf uns, beziehungsweise der, der das Ganze hier überwacht. Oh, da hinten ist ein Betrieb. Das scheint so eine Hauptverkehrsstraße zu sein daneben. So, einmal rechts abbiegen. So. Und dann bringen wir das, wie gesagt, mal dahinter. Müssen ja jetzt zum zweiten Rasenstück. Könnten wir jetzt auch nochmal gucken. Ich hole hier mal ein Stückel weiter aus, dass wir hier gut rumkommen. So, ich denke mal, so passt das. So, das Rasenstück, das zweite ist direkt geradeaus, ja. Nur kommen wir von der Seite irgendwie schlecht ran. Also ich würde ganz gern doch wieder hier links unseren Baubereich nehmen, unseren Fahrbereich, weil da ist der Bordstein nicht so hoch. Fahren wir nämlich gerade hier drüben drauf. So, mal gucken. Wunderbar. Hier kommen wir auch schick drüber. Ja, Vorsicht Baum. Da hätte ich jetzt vom LS15 gern die Kettensäge noch dabei gehabt, aber das passt auch so. So, dann ist das alles gewalzt. Wunderbar. So, und jetzt bin ich gerade überlegen. Wir fahren mal hier so rum ran. Ich denke mal, so sollte das passen, dass wir das abladen können. Jo, steigen wir dann einfach mal aus, lösen erstmal die Ladung. So, einmal die Ladung frei machen. Ach so, ganz vergessen, wir müssen ja noch mal einsteigen und die Füße lösen, ausklappen. So, das sieht man jetzt aber gar nicht. Doch daneben im Außenspiegel kann man es erkennen. So, ist jetzt auch noch mal eine Anzeige hier drin. Nee, sieht man nicht. Okay. So, dann klappen wir das Ganze mal aus und können jetzt hier mal ein bisschen abladen. Denke ja mal, das kriegen wir heute ohne Schwierigkeiten hin. So. Gut, einmal gleich die erste schnappen. Ha, das klappt ja heute wunderbar hier. Bin ja richtig begeistert. Ich hoffe nur, wir stehen jetzt nicht zu weit weg. Oh oh, ich ahne Schlimmes. Ja, wir stehen natürlich außerhalb der Baustelle doch deutlich zu weit weg. Sonst können wir höchstens mal gucken, ob wir damit noch ein bisschen näher rankommen. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Ah, ja, da habe ich mich zu weit weggestellt. Das ist natürlich blöd. Denn ich glaube, das zählt nicht. Nein, das zählt auch nicht. Okay, also bevor wir da jetzt dann uns einen Wolf machen, werde ich dann doch nochmal zur Sicherheit etwas näher ranfahren. Das war natürlich dann nicht ganz so klasse. So, wenn wir uns hier schon mal aufs Einklappen vorbereiten. Ja, da hätte ich auch ein bisschen näher ranfahren können einfach.
Ist ja auch nicht schlimm. Warum fahre ich nicht auch einfach auf das schon gewalzte? Tut ja nicht weh. So. Gucken wir mal. Hier müssen wir noch ein bisschen hoch, sonst kriegen wir den Arm nicht eingeklappt. Ich bleibe mal da so ein bisschen hängen. Eieiei. So. Gut, dann klappen wir mal die Stützfüße. Achso, aufbauten, einfahren. Ich bin noch nicht im richtigen Winkel, alles klar. So, dann geben wir hier aber nochmal eine andere Ansicht. Freie Kamera. Freie Kamera klingt gut. Ich bin immer für Freiheit. Das ist schön. So. Und dann machen wir uns das auch ganz einfach. Wie gesagt, da war ich etwas zu voreilig. So, dann fahren wir nämlich einfach doch hier drauf. Ist ja im Endeffekt wurscht. So, dann haben wir doch genug Möglichkeiten. Alles klar. So, jetzt können wir das Ganze wieder ausklappen, klappen den Kram aus und laden dann noch die Paletten ab. Ja, und die eine müssen wir natürlich noch in die richtige Position bringen. Da war ich dann doch ein bisschen, ja, zu vorsichtig. Braucht es ja nicht, ist ja eigentlich unsinnig. So, dann werden wir uns gleich hier die nächste Palette schnappen. Nehmen wir uns am besten gleich hier hinten die. So, einmal anhaken, einmal raus damit. Und dann können wir die zweite im Prinzip gleich nebendran nochmal ein bisschen nachjustieren, dass die auch anständig steht. So, bringen wir die erstmal da weiter nach hinten in Position. So, die steht schon mal wunderbar. So, dann brauchen wir nicht nur ein Stückchen hier reinfahren jetzt. Genau, dann schnappen wir uns die nämlich auch nochmal. Rücken die auch noch gerade ein bisschen zurecht und dann ist gut. Dann ist das nämlich auch schon mal gleich vom Tisch. Voilà. So, dann stehen die schon mal anständig. Jetzt haben wir noch viermal Rollrasen und danach ist der Drops gelutscht. Dann bin ich gespannt, was wir noch machen müssen. Ich habe nämlich so den Gesamtauftrag gar nicht mehr so richtig in der Birne. Von daher mal gucken, was wir da noch zu tun kriegen. So, einmal den anheben und raus damit. So, ich würde sagen, die stellen wir vielleicht gerade hinten dran. So, Platz genug haben wir ja eigentlich, also so ist es ja nicht. So, parken wir die mal dort. Und damit waren es nur noch drei Paletten. Ja, drei Paletten noch trennen uns vom nächsten Abschluss des Bauabschnittes. Ja, und der Vorarbeiter von dem anderen Auftrag ist immer noch nicht so weit. Ich habe schon fast Lust, mal hinzufahren und mal zu gucken, wie groß denn dieses Häuschen ist. Ich glaube, das ist ein Monster. So. Okay, dann haken wir die auch mal an. Gehen aber hier mal auf die Art hoch. So, ich glaube, das ist etwas angenehmer. So, le. Parken wir die noch weg. Von der Höhe haben wir ja kein Problem. Ha, da komme ich ja wenigstens mal anständig drüber. So, hier können wir jetzt ein Stück runter switchen. Weil dann parkt er die nämlich auch gleich weiter nach unten. So, einmal hier absetzen. Voilà, passt auch wunderbar. Nächste Palette. Und dann ist der Drops gelutscht, dann sind wir durch. Und dann geht's auch schon bald, denke ich mal, wenn der Abschnitt hier fertig ist, also die Baustelle hier fertig ist am Sportpark, zur nächsten Aktion. Und ich denke mal, das wird dann der Autokran sein, damit wir uns mal angucken können, was denn der so zu bieten hat und wie die Missionen dort aussehen. So, wenn wir hier das mal noch einklappen. Oh, weiter hoch kommen wir nicht. Okay, passt aber auch wunderbar. So, und stellen wir den noch daneben dran. Zwei Paletten sind es ja nur noch, dann haben wir es geschafft. So, packen wir die dahin. Das sieht gut aus. So, lassen wir die hier mal ab. Voilà. Und jetzt nur noch, ups, alt, falsche Richtung, nur noch eine einzige Palette. Dann haben wir es geschafft. Ich bin so richtig begeistert. Und ja, mal gucken, ob das auch nur so ein kurzes Aufblinken des Rasens wird oder ja, ob sich dann da ein bisschen mehr tut. Weil das erste sah ja dann, sagen wir mal, doch ein bisschen unspektakulär aus. Aber das werden wir gleich wissen. So, hier einmal runter, den anhaken. So, und weil es so schön ist, fahren wir mit dem jetzt mal auf die andere Seite. Fahren wir einfach mal hier außen rum.
Haben wir das auch gleich unter. Dann können wir auch, wie gesagt, mal schauen, was denn unser Vorarbeiter auf der anderen Seite da macht, der Baustelle. Denn wie gesagt, 40 Minuten, wenn der die schon braucht zum Beton gießen, das muss ja gigantisch sein. Und das will ich mir natürlich auch mal ansehen. So, und ich denke, so ist in Ordnung. Einmal abgestellt, wunderbar, macht den Baustellenbereich frei. Gut, da sind wir jetzt mal dabei. Da werden wir das Ganze gleich mal hier wieder zurückbauen, einklappen, Stützen einfahren und dann mal uns aus dem markierten Bereich rausmachen. So, das noch einklappen. Und dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. So, ein Stückchen rüber müssen wir noch, sonst meckert er wahrscheinlich gleich wieder. Ne, sagt schon wieder nicht. Hey, wieder ein kleiner. Ja, wo muss ich denn noch hin? Hallo? Wieso klappt das? Ah, ich muss in die andere Richtung noch. Oder hänge ich ein bisschen? Oh oh, ich hänge gerade fest hier. Das ist gar nicht gut. Eieiei. So, jetzt kann ich rüber. Okay, da hänge ich gerade ein bisschen extrem fest. Will mir nicht das Führerhaus kaputt machen. So. Autsch. Okay, das Geräusch hatte mir wohl gerade gesagt, dass das Führerhaus eine dezente Beule gekriegt hat. Mama mia. Ah, so, nächstes Auto kaputt. Aber wir haben 2,4 Millionen. Ich denke mal, das kriegen wir repariert. Und jetzt fahren wir hier mal langsam zurück. Extra nicht zu schnell. Weil ich möchte natürlich sehen, wie das hier sich entwickelt jetzt. So, was passiert? Wir sind raus aus dem Baustellenbereich. Oder doch noch nicht ganz? Ist doch alles weg hier, oder? Ja, ist jetzt keiner mehr da. So, was müssen wir denn jetzt als nächstes machen? Mach den Baustellenbereich frei. Oh, ich muss ganz raus aus der Baustelle. Das ist jetzt auch mal cool. Wow. Eine riesen Rasenfläche, aber leider ansonsten grafisch nicht angezeigt. Schade. So, und wieder 2500 XP. Ja, wunderbar. Und jetzt brauchen wir Erde vom Kieswerk. 8 Kubikmeter, die wir noch einschütten müssen. Ja, das heißt natürlich, wir brauchen Freund Multi wieder. Ne? Das heißt, wir werden mit dem dann gleich mal zum Kieswerk donnern. So, dann lassen wir den erstmal kurz hier stehen. Gucken, ob wir das heute noch hinkriegen. Weil da haben wir ja, wie gesagt, unser Muldenkipper gleich da stehen. Oh, der hat sogar noch 8,8 Kubikmeter. 8 Kubikmeter brauchen wir. Ha, jetzt bin ich gespannt, ob das vielleicht sogar noch hinhaut. So, dann probieren wir das doch mal. Wäre natürlich klasse, wenn das hier jetzt noch auf Anhieb funktioniert. Da müssen wir jetzt nochmal gucken, wie wir das Ganze auskippen. Natürlich so, dass das nach Möglichkeit hier direkt ausreichend ist. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier in die Ansicht. So, gehen wir hier hoch und versuchen den mal langsam zu starten. So, mal gucken, ob das jetzt so passt. So, das passt auch. Wir sollen jetzt das Fahrzeug hier wieder entfernen. Oh, das hat sogar gereicht. Wahnsinn. Wir mussten noch nicht mal irgendwas kaufen. Das ist gut. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen jetzt hier auch wieder weg. So, mal schauen, was jetzt entsteht. Da ist wieder was entstanden. So, und verdichtet den markierten Bereich auf der Baustelle. Okay, dann dürfen wir da nochmal mit der Walze ran. Auch kein Problem. Kriegen wir hin. So, jetzt versuchen wir mal. Hier ist ja auch ein Bordstein, aber ich glaube, der ist nicht ganz so hoch. Können wir hier drüber? Ja, das sieht gut aus. So, nicht ganz so schnell. Wie gesagt, ich will auch die Geräte nicht kaputt machen. So, ein bisschen gequietscht. Also ganz optimal war es nicht, aber passt. So, ja, damit haben wir das auch erledigt. Und dann haben wir jetzt nochmal einen großen Bereich, den wir walzen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich möchte mir aber jetzt kurz nochmal die Aufträge ansehen. Denn, was haben wir denn noch zu tun? So, verdichten, nochmal Rollrasen, nochmal Abwasserrohre und im Abschnitt 7 müssen wir den Vorarbeiter ansprechen. Okay, also dann haben wir noch einen dritten Rasenbereich und dann ist das schon mal aus dem Kreuz. So, das Apartmenthaus, ja, da sind wir gerade zu Gange. Der braucht richtig lange dafür, dürfte aber eigentlich auch bald fertig sein. Ne, der ist fertig.
Ha, das habe ich eben gar nicht mitgekriegt, dass der durch ist. Okay, ja, dann können wir das eigentlich in der nächsten Folge tatsächlich auch schon starten lassen. Gut, dann kann der den nächsten Abschnitt machen und wir können noch ein bisschen hier walzen. In diesem Sinn sage ich für heute aber erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und tschüss.